Nach Angaben der israelischen Armee konnte über einem Skigebiet in den von Israel annektierten Golanhöhen am Sonntag eine Rakete abgefangen werden. Die Militärangaben sagten jedoch nicht genau, von wo die Rakete abgefeuert worden war. Erst kurz zuvor soll Israel einen Luftangriff auf Ziele in Syrien durchgeführt haben. Den Kondensstreifen im Himmel nach zu urteilen, handelte es sich um das aktivierte Raketenabwehrsystem mit dem Namen Iron Dome.